So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich raste aus, denn Bella, Nadja und du seid Hyperfreunde, wieder mal ohne Ei, ohne irgendwas, ich versteh's einfach nicht, das kam auch jetzt rein, das ist immer noch dasselbe wie beim C-Day gesagt, na Yannick verarscht die Leute, denn wir gehen jetzt mal drauf, ihr seht, jetzt Bella, Nadja, Hyperfreunde geworden und wenn wir mal Bella, Nadja suchen, sehen wir... Ach toll, da passt natürlich nicht. Ach Mann, Thomas, mach doch nicht alles kaputt. Gut, bei dem ist es anders. Der war nämlich die ganze Zeit genau ein Level davor. Bei dem hat genau noch eins gefehlt und er hat die ganze Zeit kein Geschenk geschickt. Und ich habe gedacht, okay, wenn der öffnet, der wird sicherlich Bescheid sagen. Wir sind ja in Kontakt, wir sind ja so Bros und so. Und wenn der öffnet, dann passt das. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass sein Kanal, ach, dass sein Account Bella Nadja heißt. Der hat geöffnet. Aber jetzt seht ihr das, was ich meine. Wir sind aufgestiegen. Der Aufstieg wurde angezeigt. Und weil wir frisch Hyperfreunde geworden sind, müsste jetzt ja dastehen, dass es 60 Tage dauert, bis wir Best Friends sind. Und ihr seht das, da steht 60 Tage. Wenn ihr also Hyperfreund geworden seid, steht dort 60 Tage. Bei anderen war es aber hier bei... hier Stinkbombe oder irgendwas, keine Ahnung. Da war es, glaube ich. Wir sind auch aufgestiegen. Das wurde mir gestern Abend aufgezeigt. Stinkbombe hat mein Geschenk gestern Abend aufgemacht. Wir sind aufgestiegen. Ich habe gedacht, ich raste aus, denn am C-Day hat Stinkbombe auch schon aufgemacht. Und ich habe dann hier gesehen, dass ein blauer Kreis drum war, dass die vollen drei Herzen da waren. Und habe mich gewundert, wo ist denn die Anzeige? Wo steigt es dann auf? Und es ist nicht aufgestiegen am C-Day, obwohl es schon drei hat. Gestern Abend hat er aufgemacht. Dann wurde es angezeigt. Aber es steht einfach hier 58 Tage. Beziehungsweise gestern Abend, als es aufgemacht hat, stand 59 Tage da. Es hat also die Punkte erst dazu gezählt, einen Tag nach den Hyperfreunden, erst beim Öffnen des... Bei 101%, ihr wisst, wie ich das meine, oder auch nicht. Normalerweise hätte, als die Punkte angezeigt werden, 60 Tage dastehen müssen. Es hat aber, als die Punkte angerechnet haben, 59 Tage dagestanden. Und das kann nicht sein. Deswegen sage ich, Niantic, gönnt nicht. Niantic verarscht die Leute. Ich bin wirklich mit fast 50 Leuten aufgestiegen am C-Day. Habe jedem abends noch ein Geschenk gegeben. Die haben auch alle fleißig schön aufgemacht. 20 habe ich selber aufgemacht. Und dann, was passiert? Es kommen keine Punkte rein, aber alle waren auf 3 Herzen oder auf 4 Herzen voll. Und einen Tag später, wenn die das nächste öffnen, dass es nicht mehr 60 Tage sind, sondern nur noch 59 bis beste Freunde, zählt es plötzlich die Punkte rein. Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist kein Unfug, ich habe es euch ja jetzt gezeigt. Gut, ich habe euch jetzt 58 gezeigt und ich habe euch einen gezeigt, der ganz normal aufgestiegen ist, aber ich ziehe mir das auf jeden Fall nicht aus dem Arsch. Es hat mich so gewurmt, irgendwas ist da wirklich verkackt, irgendwas hat nicht gepasst. Wir wollen jetzt aber mal den Feldforschungsdurchbruch noch abholen. Vorher hier dieses Yugong und dann haben wir heute eine Folge, bei der es wirklich toxisch zur Sache geht. Das war jetzt gar nicht berechnet, ich wollte nur einfach kurz das Video machen, jetzt wird's giftig und plötzlich kommt dieser Levelaufstieg rein, wo schon wieder das Thema aufgewühlt wird, was die ganzen anderen Tage schon war. Wir gucken uns das jetzt aber mal hier an. Wir gucken auch mal, wie viel das Yugong hat. Ob das vielleicht ein gutes ist. Nee, ist nicht gut. Können wir eigentlich wegschicken. Müssen aber jetzt unseren Feldforschungsdurchbruch noch abholen. 2000 Staub, 20 Pokebälle, 3000. Ist natürlich wieder ein Lapras. Vielleicht ist es ja ein Shiny. Ist es nicht. 1097. Und ihr wisst ja, wie der Ramses das immer macht. Der nimmt ja meistens die roten Bälle und wirft so oft drauf, bis es doch irgendwann mal drinne ist, denn es kann ja eh nicht fliehen. Ihr braucht da keine blauen Bälle verschwenden, ihr braucht keine gelben Bälle verschwenden, ihr könnt da ruhig 100 Mal drauf werfen, ihr braucht noch nicht mal einen Curveball machen, ihr könnt einfach irgendwas machen, einfach nur nach vorne ziehen, einfach mal in den Kreis werfen, ihr habt ja alle Zeit der Welt, ich zumindest gerade, wenn ich hier rumsitze, könnt das einfach machen. Und ihr seht, dritter Ball, der zweite, der getroffen hat, ist es drin. Ohne groß Bälle zu verschwenden, außer die roten, die habe ich halt verschwendet. Wir gucken uns mal hier die IV an, was es da sagt. Ist eigentlich auch nichts. Können wir also auch direkt wegschicken. Ein Shiny hätten wir natürlich noch mitgenommen. Und jetzt kommt das, was den Titel der Sendung gegeben hat. Es wird toxisch. Wir geben nämlich auch mal Toxi ein.
Toxi. Wir sehen hier ein Toxi-Quack, ein 100%iges mit 2310 WP. Das ignorieren wir jetzt aber mal und gönnen uns ein Toxi-Pet und seine zwei Entwicklungen. Da sehe ich nämlich immer die zweite Form in den Arenen rumsitzen. Wir wollen uns aber heute die dritte Form holen. Und ich sehe schon, die Kamera, die macht schon wieder irgendwie das Bild so komisch, dass das wieder so überlichtet ist und dann wieder zu dunkel. Wir entwickeln heute unser Toxi-Pet komplett durch. Genügend Bonbons sind vorhanden. Was macht ihr momentan mit euren Sonderbonbons? Schreibt es mal in die Kommentare. Nehmt ihr das auch für neue Pokédex-Einträge? Oder steckt ihr momentan in irgendwelche legendären, um da Bonbons für zu haben? Momentan ist ja noch Heatran da. Da habe ich über 500 Bonbons noch, also da brauche ich keine Sonderbonbons reinstecken. Wir haben jetzt ein Rollum. Nicht Gollum, Rollum. Erinnert mich irgendwie an Rollo-Döner, so ähnlich. 1062, ein Rollum. Jetzt noch genau 125 Bonbons und wir brauchen nochmal 100, um das Rollum weiterzuentwickeln zu... Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kenne wirklich immer nur die erste Generation. Vor allem ist das das Auge gewesen. An der Seite von der Rolle ist das Auge. Das sieht ja richtig heftig aus. Jetzt sieht es einfach aus wie die Human Centipede. Richtig brutal. Das macht auf jeden Fall was her. Das müsste doch ein legendäres sein. Serapendra. Also, ein Centipede ist doch ein Tausendfüßler mit 2272. Leider nicht so krass, nicht so hohe WP. Da könnte mehr sein. 26 haben wir noch. Wir können ja mal hier den Ton anmachen. Jetzt haben wir natürlich wieder die Musik an, aber... Wie das überhaupt ruft, wie das brüllt. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Ist lustig, dass das trotzdem hier eigentlich vier Beine hat und der Rest sind eigentlich Fühler und Hörner und andere Sachen, aber das nehmen wir natürlich gerne mal mit. Wir werden dann die Zweitform auch nochmal entwickeln. 2000 Erfahrungspunkte noch dazu bekommen. Hier gehen auch noch etliche Raids auf. Habt ihr auch schon so einen Tausendfüßler entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, wie findet ihr das Pokémon? Jetzt kommen ja bald mit dem Event auch wieder neue Pokémon rein. Die gucken wir uns aber später an. Da werde ich vielleicht nachher noch kurz eine Infofolge raushauen. Und einen Livestream machen abends. Ah, schon wieder so viel an einem Tag? 1000 Sachen? Ramses, muss das denn immer sein? Wie will man das denn aber alles unterbringen? Man hat immer bestimmte Sachen vor, will die zeigen, kommt dann nicht dazu, es zu zeigen, weil immer zu was anderes passiert. Also was soll man machen? Man will ja wenigstens trotzdem die Infos auch raushauen, dass die Leute eben wissen, was passiert, was alles auf einen zukommt und dann werdet ihr halt überflutet. Ihr müsst ja nicht alles gucken. Das war's aber jetzt erstmal von meiner Seite aus. Habt ihr das auch schon mal gehabt mit den Levelaufstiegen? Das nervt mich immer noch. Das geht mir immer noch auf den Sack. Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.